38,5. Ich rufe Frau Dr. Konopka nochmal an. Nein, sie hat mir was gegeben. Sie kann jetzt auch nicht mehr für mich tun. Erzähl du mir lieber ein bisschen Tratsch und Klatsch aus dem Fürstenhof. Ich bin gar nicht mehr up to date. Ich glaube, da muss ich dich enttäuschen. Ich kenne dir weder mit irgendwelchen Exzessen noch mit Heiratsanträgen noch mit sonstigen Highlights dienen. Schade. Ach so, ja, außer Emma und ich haben uns geküsst. Was? Und da sagst du nichts Aufregendes, schieß los! Aus Versehen geküsst. Ja, aus Versehen. Ja, ich wollte ihr ein Küsschen auf die Wange geben, sie hat den Kopf gedreht und dann... Ja, und was sagt sie dazu? Sie war perplex. Meinst du, sie ist irritiert, weil sie immer noch was für dich empfindet? Nein, es ist längst vorbei. Trotzdem, vielleicht solltest du noch mal vorsichtshalber mit ihr reden. Hey. Stör ich? Nein, komm rein. Also, bis später. Victoria, wegen der falschen Ergebnisse, ich hätte dich nicht anlügen sollen und es tut mir aufrichtig leid. Es ist schon in Ordnung. Letztendlich habt ihr es ja nur gut gemeint. Wie geht's dir? Ich war ganz schön in Panik, als du verschwunden warst. Was hast du da mitgebracht? Ach so, bisschen Pudding, also. Für mich war es als Kind das Größte, wenn mein Vater mir Pudding gebracht hat. Ich habe mich übrigens mit dem Ergebnis abgefunden. Allerdings weiß ich nicht, ob ich eine zweite Chemo mache. Ich glaube nicht, dass ich die Kraft dazu habe. Frau Wielander steht unter Schock, aber ansonsten ist hier nichts passiert. Der Kerl hatte ein Messer. Was da alles hätte geschehen können, wenn ich den nicht zwischen die Finger kriege. Ja? Ach, Herr Saalfeld, gut, dass Sie nochmal anrufen. Hat sie noch Temperatur? Ach. Ja, Ihre Schwester sollte viel schlafen. Liebes, was machst du für Sachen? Ich werde nicht mehr von deiner Seite weichen. Ich mache mir Sorgen um dich. Musst du doch nicht. Mir geht's schon wieder gut. Sag mal, was ist denn genau passiert? Ich wollte Pilze sammeln für dich. Pilze? Ja. Dein Bruder und ich, wir wollten dich überraschen mit einem Hirschfilet. Aber plötzlich stand der Paul vor mir und der war wie von Sinnen. Und dann kam Ben und wollte mir helfen und... Und dann auch noch dein Bruder. André? Hm. Wieso André? Ich weiß auch nicht, aber er hatte die Polizei gerufen. Woher wusste denn André, dass du im Wald bist? Er hatte mir die Stelle gesagt, wo ich die Pilze finden könnte. Ich habe mich verlaufen. Und plötzlich war er da und dann kam die Polizei und die hat Paul mitgenommen. Das war schrecklich. Ja, auf Wiedersehen. Mein Bruder als Schutzengel. Das hat er doch genau geplant. Herr Wielander ist verhaftet. Sie sind in Sicherheit. Und Frau Wielander braucht jetzt viel Ruhe. Ja, natürlich. Am besten, Sie legen sich gleich hin, wenn Sie zu Hause sind. Ja, ja. Machen wir. Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Kannst du gehen? Komm, ja. Ich helfe dir. Komm. Sie wird sich von ihrem Schock erholen. Ihr aufdringlicher Gatte geht in den Knast und Werner wird sie auf Händen tragen. Und mich hoffentlich auch. Was ist, wenn der Wielander bei der Polizei aussagt, dass seine Frau Barbara von Heidenberg ist? Vielleicht will er sich an ihr rächen. Der Kerl sitzt wegen versuchter gewaltsamer Entführung in Untersuchungshaft. Der wird sich hüten, noch mehr Leichen aus dem Keller zu holen, im wahrsten Sinne des Wortes. Was macht sie da so sicher? Wenn er der Polizei erzählt, dass Silvia Barbara von Heidenberg ist, dann muss er ihr auch erklären, wo die echte Silvia abgeblieben ist. Und die Antwort dürfte ihm schwerfallen. Sie glauben also immer noch, dass er sie ermordet hat? Was denn sonst? Vielleicht ist sie verunglückt. Ach, und keiner hat was mitbekommen? Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Sie haben der Polizei doch nichts von ihrem Verdacht erzählt. Ach, das würde doch nichts bringen. Der hat die Leiche versteckt. Die findet nie jemand.
Alles, was ich mit einem Hinweis bei der Polizei erreichen würde, wäre, dass offiziell herauskäme, wer Silvia Wielander in Wirklichkeit ist. Stimmt. Und Paul Wielander ist weg vom Fenster. Und die zweite Silvia bleibt, wer sie ist. Sollte ich lieber richtig ins Bett gehen. Dass Frau Palanti mir überhaupt noch eine Chance geben wollte, nachdem ich den Modelvertrag habe platzen lassen. Und jetzt verschwitze ich den Termin einfach. Ach, das wird sich schon richten lassen. Das glaube ich kaum. Frau Müller war ziemlich sauer, verständlicherweise. Schließlich hat sie den Termin extra für mich organisiert und ich verpasse ihn einfach. Jetzt mach dir mal keine Gedanken. Wenn es sein soll, dann kriegst du auch noch deine Chance. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt noch will. Irgendwie bin ich sogar erleichtert, dass es so gekommen ist. Du was denn du? Ich hab doch noch nicht einmal eine Schneiderlehre. Ich würde mir vorkommen wie eine Hochstaplerin. Aber du kannst doch prima schneidern. Vielleicht sogar besser als mancher Profi. Trotzdem, ich hätte die ganze Zeit das Gefühl, Frau Palanti etwas vorzumachen und das will ich nicht. Ja, es stimmt schon. Mit der Wahrheit fährt man am besten. Apropos, gibt's eigentlich was Neues in der Prinz von und zu Krondorf-Geschichte? Also mir wäre es am allerliebsten, wenn der Xaver jetzt endlich die Karten auf den Tisch legen würde. Weißt du, uns liegt doch das Lügen genauso wenig wie dir. Die Sonnenbichlers als verarmter Adel. Mein Gott, so ein Blödsinn und da machen wir auch noch mit. Kommen Sie, machen Sie sich keine Vorwürfe. Sie sind da einfach ebenso reingeschlittert. Ich mach mir schon Sorgen. So verliebt, wie die Carla ist in ihren Xaver, der bricht's doch das Herz, wenn die erfährt, dass er ihr die ganze Zeit nur was vorgemacht hat. Früher oder später wird er ihr eh sagen müssen, wer er ist. Wenn Frau Müller ihren Xaver wirklich liebt, dann wird sie ihm die Lüge verzeihen. Denn wenn man liebt und wieder geliebt wird, das ist doch das größte Glück. Hallo Werner. Wie geht's Frau Wielander? Was hast du dir bei der ganzen Geschichte eigentlich gedacht? Ich dachte, ehrlich gesagt, du bist mir dankbar. Wielander steht auch im Glück nicht mehr im Weg. Es geht hier aber nicht um Paul Wielander. Der hat eh nichts mehr zu melden. Aber Silvia musste Todesängste aussehen. Ja, das war nicht so geplant. Wenn Silvia irgendetwas passiert wäre, das hätte ich dir dein Leben lang nicht verziehen. Denk doch mal dran, wie verbissen der hinter deiner Silvia her war. Du glaubst ja nicht im Ernst, er hätte auf sie verzichtet. Das rechtfertigt dein Vorgehen noch lange nicht. Einen ahnungslosen Menschen als Köder zu benutzen, das ist doch einfach skrupellos. Also, wenn hier einer skrupellos ist, dann ist das wohl Paul Wielander. Wer hat denn einen Blumentopf nach dir geworfen? Das war ja wohl er. Und das nächste Mal hätte er getroffen. Trotzdem, deine Aktion war viel zu riskant. Das war die Gelegenheit, ihn endlich aus dem Verkehr zu ziehen. Du hättest mich einweihen müssen. Du hättest doch nie die Nerven gehabt, diese Sache durchzuziehen. Ich hab's gut gemeint. Und ein kleines Danke würde dir keine Zacken aus der Krone brechen.